Let's Talk, Folge 0. Worum geht's im Border Collie Podcast? Herzlich willkommen bei letstalk.com, deinem Border Collie Podcast. Mein Name ist Haro und mein Ziel ist es, zusammen mit dir tief in die Welt der Border Collies einzutauchen. Lass dich inspirieren, erweitere deinen Hundehorizont und denke immer daran, der Mensch lernt vom Hund. Hallo Border Collie Freund, schön, dass du da bist. Ich bin der Haro und heute erzähle ich dir etwas über mich, über meine Beweggründe zu diesem Border Collie Podcast und du erfährst, was dich in den folgenden Episoden erwarten wird. Ich bin 1975 in Graz geboren, in Österreich, und führe seit 4 Jahren einen Border Collie. Ich bin verheiratet, Vater von 2 Kindern, und als der Border Collie in unsere Familie gekommen ist, waren die Kinder 4 und 6 Jahre alt. Wenn ich die letzten 4 Jahre Revue passieren lasse, so sehe ich eine enorme Entwicklung bei meinen Kindern, was Empathie betrifft, was Zugang zur Natur betrifft und was Zugang zu Tieren betrifft. Aber nicht nur bei meinen Kindern gab es eine große Weiterentwicklung, sondern auch bei mir, meiner Frau und unserem Border Collie. Und genau diesen Weg möchte ich weiterführen. Ich möchte ihn zusammen mit dir weiterführen. Und deswegen mache ich diesen Border Collie Podcast, damit wir Klarheit schaffen über die Rasse Border Collie, damit wir Weitblick schaffen, damit wir Weiterentwicklung schaffen. Ich tue es auch für Border Collies. Das Format des Podcasts teilt sich in 3 unterschiedliche Teile. Das sind zum einen Solo-Episoden, die ich machen werde, wo ich dir von meinem Zugang zum Hund erzähle, wo ich dir von meinem 4-Pfoten-Modell, nenne ich es, erzähle. Da geht es darum, was meiner Meinung nach wirklich wichtig ist im Zusammenleben zwischen Mensch und Hund und Border Collie. Es wird Experteninterviews geben, wo wir über alle Themen, die den Border Collie betreffen, sprechen. Und es wird Border Collie Life Stories geben. Da werde ich mit Menschen sprechen, die auch mit Border Collies zusammenleben und eine Entwicklung mit ihrem Border Collie durchgemacht haben. Da wir aber gemeinsam das Thema Border Collie gesamtheitlich betrachten werden, wird es nicht nur um positive Dinge gehen, nicht nur um positive Entwicklung, sondern wir werden auch über Probleme sprechen. Und das ist ganz wichtig, damit wir einen gesamtheitlichen Überblick, einen Weitblick zum Thema Border Collie, zur Rasse Border Collie bekommen. Das wird eine wirklich spannende Reise. Auf diese Reise gehe ich mit dir zusammen. Und deswegen würde ich dich bitten, dass wann immer du Themen hast, die dich interessieren, lass es mich wissen, schreib mir eine E-Mail an haro@letstalk.com und ich werde dann dieses Thema aufgreifen und eine eigene Episode dafür machen. Ja, zum Abschluss dieser Episode ein Sprichwort, das mir immer wieder im Alltag so einfällt. Es lautet, ein Border Collie fördert genau das, was Menschen oft verlernt haben, das Lächeln. Und mit diesem Lächeln würde ich mir wünschen, dich bei der ersten Episode begrüßen zu dürfen. Bleib dran, ich freue mich auf dich. Bis bald. Das war Haros Let's Talk Border Collie Podcast. Besuche uns auf unserer Blogseite www.let's-talk.com. Dort findest du weitere Informationen, Videos, Anleitungen und Berichte über hundefreundliche Plätze. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, leite den Link direkt an deine Freunde und Bekannte weiter. Und denk daran, Hund immer dabei.